Dann werde ich das mit dem Keller erstmal abklären, ob er die Map auch nehmen möchte und für sich, für seine Abonnenten noch ein kleines Gewinnspiel mit der Map macht. Aber das werden wir alles sehen und das hat ja mit mir eigentlich auch relativ wenig zu tun. Aber auf jeden Fall muss er mir das dann erklären, wo ich die Map dann, wie ich die Map überhaupt als Download zur Verfügung stellen kann, weil da kenne ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mit aus. Ja. Ja. So ist das nun mal. Ich hoffe, ein Osterhase reicht euch. Ihr dürft mir dann natürlich auch sagen, was für ein Osterhase es ist. Es wird auf jeden Fall einer von Milka sein. Ja, ein Milka-Osterhase. Ich werde da dann welche kaufen. Beziehungsweise ich werde euch sagen, welche zur Verfügung stehen und ihr dürft euch dann einen aussuchen. Ja, also es gibt nur einen Osterhase und da gebt ihr, wenn ihr gewonnen habt, gebt ihr mir dann eben die Adresse und ich werde euch den Osterhasen zukommen lassen. Vielleicht tue ich noch sonst irgendwie was dazu packen, so als kleines Special, als kleine Überraschung. Mal schauen, da lasse ich mir dann noch irgendwas einfallen, aber so viel erstmal zum Gewinnspiel. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn viele Leute mitmachen, weil so ein Osterhase kostet ja auch Geld, auch wenn es nur ein paar Euro sind, aber man muss ja den Versand auch noch mitrechnen und den ganzen Aufwand, den ich dann habe, nämlich das Paket noch kaufen und das Ganze verschicken und ja. Ich weiß, es ist jetzt nicht wie bei manchen Leuten, die dann da Spiele verlosen oder sonst irgendwas. Nein, so ist es nicht. Es soll nur ein kleines Gewinnspiel sein. Da ich ja auch noch, sagen muss mal, so relativ wenig Abonnenten habe, werde ich das auch noch nicht in so einer Größenverhältnis machen, dass ich da jetzt richtig viel Geld investiere. Es wird vielleicht mal sein, dass ich irgendwie Weihnachten ein Spiel kaufe und dann das verlos, keine Ahnung. Das stellt sich raus. Weihnachten ist ja noch eine ganze Weile hin. Aber jetzt geht es mal nur um Ostern. Ja. Mal gucken, wie das Ganze läuft. Ich hoffe, ihr macht wirklich in Massen mit. Das mir auch ein bisschen zeigt, dass überhaupt Interaktion auf dem Kanal ist. Weil wenn ich mir momentan überlege, passen die Aufrufe im Gegenzug zu den Abonnenten doch. Ich habe momentan, wie vorher schon gesagt, 146 Abonnenten und habe im Schnitt 120 Aufrufe. Also das ist eigentlich relativ passabel, kann man sagen. Und finde ich auch schön, dass ihr immer so fleißig meine Folgen schaut. Und deshalb würde ich es auch ganz toll finden, wenn ihr bei dem Gewinnspiel da mitmacht. Ja, so ist es halt. So ist es. Und irgendwie kratzt jetzt gerade Vollgas mein Hals. Das ist ein bisschen unangenehm. Ja, ich klinge immer noch wie Kermit der Frosch. Ja. Ja. Und morgen habe ich eine Aufnahme mit einer ganz, ganz netten Dame. Sie ist auch sehr bekannt, sagen wir es mal so. Ich werde mit ihr ein Zimmer vom Schloss einrichten, wenn nichts dazwischen kommt. Also ausgemacht ist es auf jeden Fall. Die Person wird auf jeden Fall ein Zimmer im Schloss einrichten. Ob das jetzt morgen mit der Aufnahme klappt, hoffen wir es mal. Ausgemacht ist es auf jeden Fall und die Folgen werden dann am Freitag rauskommen. Ja, das Ganze handelt sich natürlich wieder um Let's Play Minecraft, Let's Show. Ja, das ist ja das neue Format, was ich gemacht habe. Und ich habe diesbezüglich ja auch eine neue Playlist erstellt. Ja, und von dem her, wenn ihr die Folgen sucht, ihr werdet die nicht unter Let's Play Minecraft finden, sondern unter Let's Show Minecraft. Ja, nur so als kleiner Hinweis. Ja, und ich möchte auch nochmal auf diesem Wege alle meine neuen Abonnenten recht herzlich willkommen heißen. Ja, also die letzten paar Tage sind doch ein paar Abonnenten dazugekommen.
Und ich denke, sowas sollte eigentlich nicht in Vergessenheit geraten, dass man die Abonnenten ab und zu auch mal herzlich willkommen heißt. Denn, ja, wie soll ich das sagen? Ich finde sowas einfach immer irgendwie schön. Wenn man sowas macht, man fühlt sich halt, wie soll ich das jetzt sagen? Man fühlt sich auch so, als ob man auf dem Kanal jetzt wirklich willkommen ist. Ja. Und ihr seid natürlich auf meinem Kanal recht herzlich willkommen. Und hier darf man eigentlich nur 80 fahren. Ich fahre im Moment 88 und jetzt überholt mich da ein Transporter. Naja, okay. Ja. Ich hoffe, ihr fühlt euch auf meinem Kanal wohl. Und ich habe ja seit letzter Woche das neue Kanaldesign. Und mich würde es auch einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich persönlich finde das jetzt gar nicht so verkehrt. Es ist übersichtlich. Und vor allem, was ich richtig, richtig super finde, dass jetzt halt wirklich die Videos im Vordergrund stehen und nicht die Abonnentenanzahl. Ja, ich meine, es ist natürlich so, dass je höher die Abonnentenzahl ist, umso besser ist man natürlich auf YouTube auffindbar. Naja, aber trotzdem, es ist halt wirklich nicht mehr so arg der Blickfang, dass man sagt, boah, der hat da vielleicht nur 100 Abonnenten oder in meinem Fall sogar nur 146 Abonnenten und der andere hat 1,5 Millionen Abonnenten, jetzt mal Kronk als Beispiel. Ja, das sticht jetzt halt nicht mehr so ins Auge, sondern es stehen wirklich die Videos im Vordergrund und das finde ich auch richtig gut, weil so haben die kleineren Leute dann eben doch auch mal die Chance, dass sie mal irgendwie gesehen werden, wenn man durch Zufall mal draufklickt. Ja, und das finde ich an sich ganz gut. Und ich finde es persönlich auch gut, dass man jetzt wirklich nur noch den Banner oben hat, wo man eben die, wie soll ich sagen, den Banner halt gestalten kann. Bei mir sind ja zwei Bilder von meiner Minecraft-Figur drauf und eben der Name Baby Boots Play. Finde ich auch an sich ganz schön, ist aussagekräftig und ist doch ein bisschen Pep drin mit den zwei Figuren. Aber ich persönlich bin halt der Meinung, manche Kanäle waren einfach zu voll gestopft. Ja, das ist wirklich, da waren nicht mehr, waren weder die Abonnentenzahl in der Blickfang, noch die Videos, sondern einfach nur das Kanaldesign. Bäm, du wurdest einfach von dem Kanaldesign erschlagen. Und ja, deshalb finde ich das eigentlich ganz gut, dass oben eben nur der Banner dran ist. Gefällt mir persönlich viel, viel besser, als wenn das alles so vollgestopft ist. Weil bei manchen Kanaldesigns hat man ja wirklich schon Augenkrebs bekommen, weil man gar nicht mehr erkennen konnte, was überhaupt da drauf rumgeschnörkselt ist. Ja, aber naja, so ist es halt. Und ich sollte mich auch nicht über andere Kanaldesigns beschweren. Sowas ist nämlich unhöflich. Ja gut, ich habe keinen Namen genannt, es ist einfach meine persönliche Meinung. Ja, und so haben wir unsere persönliche, beziehungsweise ich habe meine persönliche Meinung einfach mal in die On-Tour-Folge hier einfließen lassen. So, und dann würde ich sagen, ich beende hiermit mal die Aufnahme und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und tschüssi.